Schönen guten Tag. Hallo, mein Mäuschen, wer ist denn da dran? Wie bitte? Hallo. Ja, hallo. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag, Herr Hubschrauber. Grüße Hallo, meine lieben Freunde meines Kanals. Schön, dass ihr bei diesem Video wieder mit dabei seid. Heute habe ich euch zwei ganz besondere Sahnehäubchen mitgebracht. Ja, ihr könnt es euch vorstellen. Wie immer sind's Betrüger. Zwei Telefonate, in denen, naja, der Wahnsinn wieder ganz, ganz klar wird. Wie, auf welchem Niveau wir hier in Deutschland, Österreich und in der Schweiz beschissen werden sollen. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und jede Menge Aufklärung mit diesen zwei Telefonaten. Schönen guten Tag. Hallo, mein Mäuschen, wer ist denn da dran? Wie bitte? Hallo. Ja, hallo. Hallo? Ja, Hallo. also hier ist der Account Manager. Aha. Ja, also Sie haben vor ein paar Tagen Interesse an unser automatisches Handelssystem gezeigt und ja, also Wollen Interesse Sie sich an Ölprofit. nicht Stimmt es? sich nicht erstmal vorstellen? Also wie gesagt, ich bin Ihr Account Manager. Aha. Und Namen haben Sie nicht, oder? Account. Also Ihr Name ist Account. Genau. Aha. Guten Tag, Herr Account. Wie kann ich Ihnen behilflich Ja. sein? Nochmal bitte? Ja, wie kann ich Ihnen behilflich sein, Herr Account? Ja, also wie gesagt, Sie haben circa vor ein paar Tagen Interesse an unser Handelsprogramm gezeigt. Habe ich An das? Ölprofit. Wen möchten Sie denn, wen möchten Sie denn eigentlich sprechen? Ja, also Sie haben die Daten Aha. bei unserer Webbank hinterlassen. Stimmt Ja, es? und wen wollen Sie sprechen? Ja, also hier ist Ja. der Account Manager. Ja, das habe ich aber kapiert, dass Ihr Name Account Manager ist. Aber irgendwie weiß ich nicht, irgendwie scheint es ja bei Ihnen in Ihrem Oberköpfchen nicht zu funktionieren, weil erstens sagen Sie mir Ihren Namen nicht, zweitens sagen Sie meinen Namen nicht und Also, drittens sagen Sie nicht mal, jetzt plapper doch nicht dazwischen. Und drittens, ich habe noch schon nicht mal der gesagt, Firmen, jetzt plapper nicht dass dazwischen. Und mein drittens, Name, jetzt also ich sei habe schon ruhig, ich gesagt, rede dass noch, mein wenn ich Name. rede, dann macht der Okay, Krümel auch mal die Entschuldigung. Gute zu. Ja, So. Entschuldigung, vielmals. So. Soll ich nochmal von vorne anfangen? Ja, also sagen Sie bitte weiter. Ja, Entschuldigung. erstens, du sagst mir deinen Namen nicht. Zweitens, du sagst mir meinen Namen nicht. Und drittens, du sagst nicht Ja, mal also den ich Namen habe von. schon gesagt, dass mein Hallo! Name Hallo! Account Kriegst ist. du das mal irgendwie hin in Hallo. deine Birne, dass ich mal ausreden kann? Drittens, Ja, du also sagst mir nicht mal den Namen ich von habe deiner schon gesagt, Firma. weil Sie. Hallo! Hallo! Ja, ich sag's euch ja. Hier in diesem Telefonat haben wir mal wieder eine ganz besondere Sahneschnitte am Telefon. Tja, der kann nicht mal aussprechen lassen, fragt zwar nach, aber wenn man ihm dann die Antwort geben will, dann sabbert er dazwischen. Ja, damit er nicht mitbekommt, was ich ihm eigentlich zu sagen habe. Denn genau so sieht's eigentlich aus. Der Typ sagt mir seinen Namen nicht mal, denn sein Name ist ja sicherlich nicht Account. Dann weiß er ja dem Anschein nach meinen Namen nicht mal. Also mit wem möchte dieser tolle Account Manager eigentlich genau sprechen? Denn mit mir kann es ja nicht sein. Also das ist ja absolut Wahnsinn. Und so einen Anruf habe ich definitiv nicht bestellt. Ich habe mich vielleicht mal auf einer Werbeplattform angemeldet, habe mir aber vorgestellt, dass ich dann mich da erstmal selber umgucke und nicht solche Anrufe kriege, die auch keine Anruferlaubnis bekommen haben von mir. Das heißt, der macht hier eine Kaltakquise, ruft illegal bei mir an und da kommt dann so ein Gestammel dabei raus. Absolut Wahnsinn. Also ich kann es nicht verstehen. Ich kann es wirklich nicht verstehen. Der will ja nicht mal zuhören. Ja, und mit so einer Einstellung braucht man sich dann auch am Ende nicht wundern, wenn der Kunde dann irgendwo sauer wird. Ist eigentlich, ja, nur verständlich. Ich glaube, da würde fast jeder so reagieren. Oder zumindest so ähnlich. Ja, und das sind die tollen Profis vom Finanzmarkt, die aus 250 Euro, ja, euch aus Langzeitmillionären daraus machen. Ich weiß es nicht, wie es funktionieren soll, aber naja, hört selbst. Nicht dazwischen quatschen. Ja, hallo, ich höre Sie. Ja, du, wie ist denn der Name von eurer Firma? Natürlich. Ach ja, der Name von Ihrer Firma ist natürlich. Und Sie sind Herr Account Manager von der Firma natürlich. Ja, Ah, das okay. stimmt. Und wer glaubt Ihnen den Scheiß? Also vertrauen Sie mich nicht? Nee. Warum? Ja, weil das nach Betrug klingt. Also verstehen Sie, das ist nächste Stufe von Marketing hier. Nee, das ist nächste Stufe von komplett dämlich, was Sie da machen.
Also er verkauft das, was er da am Telefon fabriziert, als die nächste Stufe von Marketing. Also wenn ich sowas höre und das die nächste Stufe von Marketing ist, ja, dann gute Nacht, Marie. Dann können wir alle einpacken. Dann sind wir alle verloren. Also das ist ja absolut Wahnsinn. Der verkauft das also noch als seriös und er findet das auch noch in Ordnung, so wie er sich da so am Telefon eigentlich verhält. Da bin ich jetzt ja eigentlich der Einzige, dem das auffällt? Nee, ich glaube nicht. Ihr seid alle auf jeden Fall intelligent genug, um rauszukriegen, dass hier irgendwas nicht in Ordnung ist. Es ist doch einfach nur noch Wahnsinn. Ich meine, der stellt Fragen, lässt mich nicht mal richtig antworten, hört überhaupt nicht zu, gibt eigentlich nur sinnlosen Kram von sich. Ja, was von vorne bis hinten nicht mal im Ansatz irgendwie ein bisschen Sinn ergibt. Also nicht mal, wenn man sich das wünscht, dass das hier noch Sinn bringt, tut's nicht. Ja, aber es... Der Rest vom Gespräch mit diesem netten Mitarbeiter wird tatsächlich auch kein Stück besser. Das ist doch hirnlos. Kein Name, keine Firma, nicht mal welcher Kunde, das war einfach nur verarsche. Das ist doch komplett billig. Ja, also das ist mir egal. Also ja, ich verstehe nicht, auch egal. Warum rufen Sie mich an? Nö, ich rufe ja keinen an. Du rufst mich da an. Ich habe schon 1000 Mal Ihnen gesagt, löschen Sie bitte meine Daten. Nee. Warum rufen Sie mich an? Bist du bescheuert? Hast du irgendwie einen Lattenschuss? Bitte löschen Sie meine Daten. Oh, bist du albern. Das ist doch peinlich, was du da machst. So albern. Ist das für Sie lustig, wenn Sie 1000 Anrufe jeden Tag bekommen? Ja, ja. Genau, ist lustig. Ist lustig. Kommst halt eh das mal auf YouTube damit. Ich habe diese Daten nicht hinterlassen. Also ja. Bitte löschen Sie diese Daten. Oh, bist du blöd. Oh Mann, ey, das hat doch keine Intelligenz mehr. Warum wollten Sie das nicht machen? Wisst ihr, ich frage mich manchmal wirklich, wer euch eigentlich ausgeschissen hat oder weiß ich nicht. Du musst doch irgendwie mit. Warum mit bekomme ich in irgendeinem tausende Anrufe von Österreich, von Großbritannien, irgendwie direkt von Häckslerwerk, von anderen Ländern so und alle diese Mensch, Leute, weiß nicht, die wie mir kann die man anrufen, denn so doof sein und so eine osteuropäische Scheiße davon Akzent. Geben? Wie kann man so doof sein und so eine Scheiße von sich geben? Entschuldigung, ich habe nichts gehört, was haben Sie gesagt? Ja. Ich sage Ihnen das letzte Mal. Löschen Sie meine Nummer. Du bescheuert. Ich bekomme von Ihnen 1000 Anrufe. Oh Mann, bist du dumm. Ich finde das so lächerlich. Werden Sie das machen? Nein, bitte. Ich rufe noch 10.000 Mal an. Also, ich verstehe nicht, also... Ja? Naja, es könnte daran liegen, dass du doof bist. Aber verstehen Sie, das kennen wir ja schon. Diese Daten nicht hinterlassen habe. Ja, genau. Ja. So, was werden Sie jetzt machen? Ja, du kannst mir ja 250 Euro oder 500 Euro oder 1000 Euro überweisen. Also, ich verstehe nicht, worüber es geht. Ich habe kein Interesse daran. Warum nicht? Aber du sollst mir doch einfach nur Geld überweisen, da musst du doch gar kein Interesse für haben. Du sollst doch einfach nur die Kohle geben. Wofür ist doch egal? Guckst du mir ein schönes Auto von oder, weiß ich nicht, ein Dildo oder so für meine Sammlung? Also, ich hab ja so eine schöne Dildo-Sammlung, ne? Die habe ich alle so nach Größe, stehen die bei mir im Wohnzimmerschrank, in der Vitrine beleuchtet. Da sind ein paar aus Glas dabei und ein paar Holz. Also wenn Holz, ich muss man auch zum Beispiel 250 Euro jetzt überweise, werde ich keine Anrufe bekommen. Ja, wenn du keine Anrufe mehr bekommst, bist du traurig. Okay, dann müssen wir noch 10.000 Mal anrufen. Also ich werde nur dann 250 Euro beweisen. Guck mal, dein Schnürsenkel ist offen. Dein Schnürsenkel ist offen. Ja, also wenn ich wissen werde, dass ich noch keine Anrufe bekommen werde. Ja. Ja, abgemacht? Nee. Ja. Mir ist gestern ein Stück Pizza auf den Boden gefallen. Das liegt da noch. Möchtest du das haben? Ihr nehmt vielleicht. Ja sonst alles, was kostenlos ist. Nochmal? Ich sage, ihr nehmt ja sonst auch alles, was kostenlos ist. Hey, Wuppenwupp. Ich kann ein Stück Pizza hinterherwerfen. Aber ich brauche nichts von Ihnen. Nee? Nee. Warum nicht? Ja, also weil ich diese Daten nicht hinterlassen habe. Ich habe daran kein Interesse. Ja, aber warum hast du dich denn eingetragen? Herr Account Manager? Auch nur hast du der Mikrofon wohl ausgemacht, oder was? Ist ja schön, da die Musik dabei im Hintergrund.
Ja, das ist Ihre Musik, dankeschön. Mhm. Ja. Ja. So, wie viel Geld möchtest du denn jetzt investieren? 10.000 oder 20.000? No? Wie viel Geld möchtest du denn investieren? In das große Nichts. Hallo? Guten Tag. Sie sind verbunden mit einem komischen Telefonanschluss. Hier werden Sie gut Ihre Zeit los und wie auch immer. So, möchtest du noch was sagen? Möchtest du noch jemanden grüßen? Oder wollen wir noch, weiß ich nicht, wir können ja, wir können zusammen was sehen. Ja, und dann hat der nette Betrüger keine Lust mehr gehabt, sich weiter mit uns zu unterhalten. Tja, aber was will man jetzt eigentlich davon noch denken? Ich weiß es nicht. Also das war jetzt hier tatsächlich jemand, der angeblich vom Finanzmarkt angerufen hat, der, ja, seriös euer Geld verwalten möchte. Wahlweise 250, 500 oder 1000 Euro, die man da einzahlen soll. Sehr vertrauenswürdig, da schlägt man doch direkt zu. Nicht. Also, wer hier sein Geld einzahlt, ich glaube, das eigentlich braucht's ja gar keine weitere Beschreibung. Wer hier sein Geld einzahlt, ist es los. Aber, naja, ich frage mich wirklich immer wieder, was die Menschen dazu bewegt, hier das Geld einzuzahlen. Das ist tatsächlich eine große Frage. Warum zahlen hier Menschen ihr Geld ein? Ich meine, bei dem, gut, keine Ahnung, woran der jetzt hier vielleicht von Anfang an schon erkannt hat, dass hier irgendwas schief läuft, weil, naja, der hat ja nicht so mitgespielt, wie man es sonst von den Betrügern kennt. Der hat ja doch anders reagiert und vielleicht uns hier auch eine Geschichte vorgespielt. Aber ich weiß nicht, was das bringen soll. Wozu? Ich meine, der verplempert ja quasi freiwillig seine Zeit. Und was hat er denn davon? Ich meine, dann hat er ja in der Zeit kein Geld verdient. Das ist ja auch vom Prinzip das, was wir hier mit dem Kanal erreichen wollen. Die Zeit der Betrüger verschwenden, wenn die Polizei halt leider nicht genug Mittel bekommt, dass man da anständige Recherchen machen kann, dann verschwenden wir wenigstens möglichst viel Zeit von den Betrügern, damit die halt eben nicht so viele Opfer finden können. Und in der Zeit hat die Polizei wenigstens dann ein bisschen mehr Zeit, sich darauf zu konzentrieren, die ja einzusammeln und wegzusperren. Es passiert leider viel zu selten und viel zu wenig. Tja, die Polizei selbst kann da natürlich nichts dafür. Es liegt letztendlich an den Mitteln, die sie bekommt. Und die scheinen hier tatsächlich zu wenig zu sein. Denn es rufen immer mehr solche Leute an, anstatt immer weniger. Und vor allem werden die immer unterirdischer. Das ist das Schlimme an der ganzen Geschichte. Es wird eigentlich nur immer unterirdischer. Und das Dramatische ist, dass es trotzdem funktioniert. Ich habe euch noch einen Gesprächspartner mitgebracht. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag, Herr Hubschrauber. Mhm. Grüße Sie. Ja. Ich bin Andreas Bochmann. Ich rufe Sie bezüglich Ihrer Gemini-Anmeldung. Mhm. Sie waren auf unserer Werbungsseite. Hallo. Sagen Sie mir bitte, was hat Ihnen am meisten gefallen? Die bunten Bildchen. Wann waren das? Das war heute. Ach so. Mhm. Gemini. Können Sie sich daran erinnern? Ja, so ganz dunkel. Und nun? Was machen wir jetzt? Haben Sie schon Erfahrung in dieser Branche gesammelt? In welche genau? Mit Handel, mit automatischen Programmen. Ja. Ja, bis jetzt noch nicht. Erklären Sie mal ein bisschen genauer. Nehmen Sie sich mal die Zeit. Es gibt zwei Möglichkeiten, mit uns anzufangen. Der erste ist mit einem Fachmann. Mhm. Und die zweite mit einem automatischen Programm, aha, die für Sie verdienen kann. Okay, klingt gut. Mit welcher Möglichkeit möchten Sie anfangen? Welche Möglichkeit ist denn der beste? Wenn Sie keine Erfahrung haben, denke ich, mit Fachmann ist es besser. Mit Fachmann? Okay, warum? Genau. Er kann Sie in diesem Bereich studieren, auch zeigen, wie alles funktioniert, dass Sie sich besser in diesem Bereich fühlen können. Oh, okay. Mhm. Ich frage mich immer, wer denn da der Fachmann sein soll. Denn was wirklich viel Besseres als den hier, hören wir ja selten. Also, ich meine, der ist zumindest nicht ganz so schlimm wie der Typ in dem Gespräch, was wir da vorhalten. Aber besonders helle scheint er ja auch nicht zu sein. Also zumindest hört der sich nicht an wie irgendein Bankfachberater, der meine Finanzen verwalten soll. Ja, und solche Leute greifen in eure Tasche. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr von dem netten Menschen hier haltet. Und Sie haben eine Möglichkeit, in unserem Bereich mit 250 Euro Ihre Handelskonto aktivieren.
Okay. Sie möchten mit dem Mindestbetrag anfangen? Was gibt's denn da für einen maximalsten Betrag? Millionen weiß ich nicht. 1.000, 2.000, es hängt von Ihnen. Je mehr haben Sie Kaufkraft, ja, je mehr haben Sie Möglichkeit, Positionen zu öffnen, mhm, und auch Ihren Profit zu vergrößern. Okay. Mhm. Das ist gut. So, für welches Betrag haben Sie sich entschieden? So, weiß ich nicht. Kann ich nicht so aus dem Stegreif sagen. Ja, also das, was da am sinnvollsten ist, würde ich nehmen. Na, wenn Sie keine Erfahrung haben, hat es Sinn, mit dem Mindestbetrag anfangen. Okay. Haben Sie eine Kreditkarte, Visa oder Mastercard? Nee, die sind mir letztens runtergefallen. Und dann waren die kaputt, ist durchgebrochen. Wie wurde das passiert? Das ist einfach runtergefallen, ist durchgebrochen. War bestimmt so eine billige Karte. Ja, ich denke, ich verstehe nicht ganz, aber okay. Oh. Okay, können Sie dann mit einem Online-Überweisung Ihren Handelskonto bestätigen? Bestimmt. Haben Sie Online-Banking? Ja. Super, dann ich schicke Ihnen auf Ihre E-Mail-Adresse. An welche denn genau? Gerald.hubschrauber@mdsspan.de. Nee, CC, nicht SS. Genau, Cäsar. Ja. Super. Wie Kleopatra. Kleopatra auch, kann sein. Ja. Einen kurzen Augenblick. Mhm. Habe ich Ihnen geschickt? Die Kleopatra jetzt, oder was? Auf Gerald von Hubschrauber@mdsspan.de. Ach so, das ist schön. Öffnen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse. Mhm. Sehen Sie meine Nachricht? Noch das nicht? Ist Gemini-Anfrage. Nee, ist nicht da. Okay, können Sie das erneut einladen? Mach ich nochmal zu dann, ja? Mhm. Mach ich nochmal zu. Also mal abgesehen davon, dass der sich ja mit seinem Verhalten und schon allein durch seinen Akzent enttarnt hat. Und wir eigentlich wissen, dass das ein Betrüger ist. Aber man hört ja hier im Hintergrund auch schon wieder die volle Dröhnung der Diskothek. Ich weiß es nicht, wie die so überhaupt arbeiten können. Das muss ja wirklich unfassbar laut in diesen Callcentern sein. Tja, also ich könnte so definitiv nicht den ganzen Tag arbeiten, vor allem schon gar nicht am Telefon, wenn ich dann andere Menschen noch verstehen muss. Und dazu kommt ja, da sitzen noch mehr Leute im Raum, die auch alle erzählen. Das hört man ja auch. Und dann die Musik dazu. Da braucht man sich nicht wundern, warum die Kunden nicht verstehen. Und das trotz der Sprachbarriere. Wozu dient die Musik da im Hintergrund? Naja, also für euch auf jeden Fall dazu, dass ihr daran schon mal Betrüger erkennen könnt. Denn wenn so laute Musik irgendwie im Hintergrund im Callcenter läuft, dann ist da definitiv mit dieser Firma irgendwas nicht in Ordnung. Und ihr könnt da ganz sicher davon ausgehen, dass das hier eine Betrügerfirma sein müsste. Ist nicht ein hundertprozentiges Indiz dafür, aber naja, zumindest seriöse Unternehmen sorgen dafür, dass der Kunde sich wohlfühlt. Und naja, nicht die Mitarbeiter mit Kopfschmerzen am Telefon sitzen. Ja, und daran kann man das schon mal festmachen, aber
Schon Wahnsinn. Der Hauptgrund ist hier natürlich, dass, naja, ihr die Beleidigungen aus dem Hintergrund nicht hören sollt und wie andere Kunden ebenso abgezogen werden. Dadurch, dass das Skript natürlich auch immer das gleiche ist oder größtenteils das gleiche ist, reden ja auch alle Mitarbeiter das gleiche. Es wäre schon ziemlich komisch, wenn man ja die gleichen Wörter vom Kollegen nebenan auch hört, der das gleiche vorliest und ja eins zu eins eben das gleiche Skript darunter rattert. Ja, und das sind halt die verschiedenen Gründe, warum man da die Musik auf volle Dröhnung laufen lässt, damit man eben einfach das Geschrei aus dem Hintergrund nicht hört und was da eigentlich so wirklich abgeht in diesen Callcentern. Wo sind Sie schon bei der E-Mail-Adresse? Da bin ich schon. Super. Öffnen Sie meine Nachricht. Keine da. Okay, Gerald und Hubschrauber, Ed, Martha, Dora, Cäsar, Cäsar, Friedrich, Uwe, Nordpol.de. Ja. Und dort sollten Sie eine Nachricht erhalten für die Bankdaten für Ihre Handelskonto. Okay. Können Sie das gerade öffnen? Ja, ja, kann ich machen, aber ist noch nicht da. Weil ich habe Ihnen schon von 4 Minuten zurückgesendet. Ja, aber ist nicht da. Haben nicht Sie nur eine E-Mail-Adresse? Ja. Laden Sie die Seite erneut, wo Sie das bekommen haben. Ja. Und dann hat unser netter zuvorkommender Mitarbeiter aufgelegt und das Gespräch beendet. Warum, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall hat er keine Lust mehr auf uns gehabt. Tja, der hatte keine Lust zu warten, obwohl ich ja gerade was am Computer machen sollte. Aber irgendwie hat er dann die Lust verloren, wahrscheinlich, weil ich einfach nur nicht gesprochen habe. Aber ich stelle mir vor, dass ältere Menschen schon nicht unbedingt die Geduld oder auch vielleicht ja, das Interesse haben, da großartig dabei was zu erzählen, währenddessen sie mit ihrem Computer gerade zu tun haben und das E-Mail-Postfach öffnen sollen. Also wenn ich jetzt mal meine Oma nehme, die würde da, weiß ich nicht, eine halbe Stunde dran rumwerkeln, bis sie überhaupt das E-Mail-Fenster auf hat. Ist natürlich nicht mit jedem so, ist klar, aber, tja, ein bisschen Geduld oder vielleicht mal Kommunikation wäre ja jetzt hier nicht das Problem. Man hätte ja als Mitarbeiter auch nachfragen können. Was ist denn da jetzt los? Was brauchen Sie denn da? Kann ich da irgendwo helfen? Soll ich was sagen? Oder vielleicht mal ein paar Infos teilen. Ja, aber darum geht's halt eben nicht. Es sind einfach nur Betrüger, die euch die Kohle aus die Tasche ziehen wollen. Aus der Tasche ziehen wollen. Wie auch immer, ist ja auch egal. Aber es ist dramatisch. Es ist wirklich dramatisch. Die Zahlen, Daten, Fakten sagen, dass hier wirklich jeden Tag viele, 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 viele Menschen in Deutschland, Österreich und in der Schweiz komplett beschissen werden. Und auch nicht nur hier bei uns, sondern eigentlich auch weltweit. Aber Deutschland ist da schon extrem im Fokus bei diesen Betrügern. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Wenn ja, dann zeigt's mir gerne mit einem Daumen nach oben. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen möchtet. Am besten gleich mit Klingelglöckchen, denn dann gibt's auch immer eine kleine Information, wenn es etwas Neues auf diesem Kanal hier zu sehen gibt. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.